So, ja, da müsste ich wieder sein, oder ja, bin wieder da, und zwar zum neuen Stream. Schaut gerne bei Ickets vorbei, in der Beschreibung findet ihr den Link zur Playlist dort, also mit den Videos zu Tiny Aura 6 entsprechend, und ich hoffe, dass hier alles funktioniert und es nicht so leckt oder so. Ich ändere nochmal kurz den Streamtitel und hoffe mal, dass der Stream auch läuft. Ich muss nochmal neu laden und das überprüfen. Vorhin hatte ich es zwar auch schon gesehen, aber ja, ich will es nochmal sehen. Wenn ich mich jetzt bewege, leckt das dann? Geht das irgendwie? Ja, es geht. Okay, gut. Ja, da hat er ja auch nicht so viel zu laden eigentlich. Ich wollte jetzt auch noch eine Timelapse aufnehmen. Ich frage mich nur, wie ich das machen soll. Ich hätte die Idee, dass ich das während des Streams umsetze. Ja, also Live-Let's Play. Ich hoffe nur, dass der PC das mitmacht. Das ist die Frage. Ja. Dass ich dann Fraps halt noch währenddessen aufnehme. Oder ich sage, dass ich... Ja, das weiß ich noch nicht, ob ich das mache. Ich kann ja mal was probieren. Gleich. Ja, ich würde sagen, wir spielen jetzt erstmal ein bisschen. Ich bereite mich drauf vor und dann mache ich eine Timelapse einfach während des Streams, wenn das geht. Ja. Und zwar war ja mein Plan zuletzt hier die Hexen zu bearbeiten. Die hatte ich hier rüber gezerrt, weil ich ein bisschen Zeug brauche. Jetzt muss ich überlegen, wie es weitergeht. Das weiß ich nämlich gerade noch nicht. Also wir brauchen auf jeden Fall weiter Hexen. Ja. Und da ist die Frage... Ne, warte mal, was ist eigentlich das Ziel, was ich hier verfolge? Ich weiß nicht mehr, wo war ich denn stehen geblieben? Ich brauche irgendwie Dorfbewohner. Und die Hexen sollen die abschießen, also so Villager-Zombies, dass die geheilt werden, ne? Und das kriegen die auch hin. Aber da muss ich jetzt erstmal natürlich die Villager-Zombies haben. Und ja, das wird in gewisser Hinsicht noch das Problem. Ich muss halt dann Farmer machen, dass die sich auch vermehren können. Dann brauche ich ein Feld. Das kann ich schon mal da hinten aufbauen, eigentlich. Und sonst... Ja, muss ich hier wieder in der Mobform rumstehen, ne? Game Mode Creative? Ne, Quatsch. Survival. So. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ich... gut beraten bin, die mit Schwert zu killen. Warte mal, ich kann die erstmal mit der Hand probieren, ne? Also alles, was normale Zombies sind, das nützt uns ja eh nichts in dem Sinne. Villager erkennt man ja eigentlich hier auch. Oh, ach, da ist ja einer. Okay. Den darf ich nicht killen. Wie er mir entgegenläuft. Hey, wo kommt denn der her? Ist der jetzt etwa gespawnt, weil ich die anderen gehittet habe? Das kommt ja auch manchmal, ne? Aber das trifft sich natürlich gut. Ja, vor allem, dass der gleich draußen ist. Hey, das ist ja übelst geil. Da kann ich ja eigentlich gleich mal die Aufnahme starten. Aber jetzt werde ich natürlich hier vergiftet. Naja, warte. So. Ich muss nur noch einen Goldapfel haben, ne? Weil sonst ist das, glaube ich, alles ein bisschen sinnlos, was wir hier machen. Na, ich kann dem ja irgendein Item geben oder so. Vielleicht habe ich auch noch einen Name-Tag. Ja. Ist hier irgendwo eins, zufällig. Was ich mal geangelt habe oder so. Nee. Natürlich nicht, gell? Na toll. Ja, was machen wir jetzt mit dem? Genau, den brauchen wir ja eigentlich. Ja, das war klar. Wie gehen wir mit dem um? Den muss ich jetzt irgendwie heilen. Ich hoffe, hier läuft kein Villager unten rum. Ja, das ginge jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob der Items aufnimmt. Probieren wir es mal. Oh, toll.
Nee, macht er nicht, gell? Weil dann könnte man ja auch gucken, dass er nicht despawnt darüber. So, jetzt müsste er lange genug da liegen, dass er es aufnehmen könnte. Ja, toll, nee. Macht er natürlich nicht. Oder vielleicht geht das auch nur mit bestimmten, dass man sagt, Schwert oder so. Hm. Oh shit. Ja. Da guckt er doof. Aber was er für einen Kopf hat, gell, ist auch komisch. Ja, ich mache jetzt erstmal hier eine Sache. Und dann probiere ich mal. So, na toll, jetzt habe ich natürlich trotzdem die Aufnahme irgendwie beendet im Livestream. Also, ich bin irgendwie auf die Aufnahmetaste gekommen. Oder ich hatte nicht darauf geachtet, dass ich hier Hotkeys aktiviert habe. Deswegen, ja, muss ich jetzt nochmal das extra machen. Ich habe es jetzt deaktiviert und auch die Musik ausgeschaltet. Das heißt, jetzt kann ich meine Timelapse-Aufnahme starten, endlich. So, jetzt haben wir den hier. Und ich muss erstmal dafür sorgen, dass der da hinten noch weiter geheilt wird. Also würde ich jetzt vorschlagen, dass wir das so machen. Und ja. Jetzt natürlich scheiße hier, Alter, was ist denn da los schon wieder? Für ein Mist. Warum spawnen überhaupt Mobs überall? Oh, ey. Ich könnte kotzen, ne? Nicht, dass der mir jetzt despawnt auch noch. Alter, ist jetzt so weit weggelaufen. Vor allem dürfen die Villager nicht, ja, in Mitleidenschaft gezogen werden. Hey, der ist jetzt echt despawnt. Das gibt's doch nicht. Hauptsache, wir haben diesen Arsch hier. Ich glaube, man kann auch dafür sorgen, dass die nicht despawnen, indem man die in Boote setzt, ja? Ist das nicht so? So, die heilt sich ja wieder wahrscheinlich. Ey, da hatte ich einmal einen Zombie-Villager, wisst ihr, und dann so eine Scheiße. Ohne Witz, ich könnte kotzen. Jetzt würde ich wahrscheinlich erstmal hier ausleuchten, damit nicht überall was spawnt. Ja, die werden mich eh killen gleich. Hm. War klar. Aber ich kann zumindest jetzt noch was probieren. Ach so, dann nicht hier die Hexen killen. Hä, was soll denn das? Mann. Wir müssen unbedingt hier, das Mob sicher machen. Das geht ja gar nicht. So. Okay. Na, da hätten wir das erstmal. Und ich muss mir weiter Strategien überlegen. Ich kann jetzt eigentlich hier die nächsten Zombies töten. Da kommt ja eigentlich einiges wieder runter. So, das sind ja auch alles normale Zombies. Die kann man killen. Da müssen wir nicht auf irgendwas Rücksicht nehmen jetzt. So. Tja, da wird das jetzt natürlich ein bisschen schwierig. Aber damit der Zombie nicht verbrennt, würde ich sagen, ich mache Time at, ne? Dann ist gleich wieder Nacht. Also falls ein Zombie kommt, ich weiß es ja noch nicht. Okay.
Ja, da muss ich natürlich nachher gucken, dass ich wieder die Livestream-Aufnahmen mir zusammenfüge und da muss ich wieder das schneiden. Ey, das kotzt mich ja schon wieder an, ne? Da habe ich mal gar keinen Bock drauf eigentlich. Aber ich kann eigentlich, während hier die Mobs runterfallen, schon mal das Feld hinten bauen. Das wäre noch eine Idee. Okay. Ich habe ja hier eine Feldhacke. Wo ist denn Erde? Wart ihr unten? Nee. Hier waren einfach nur Fische. Wusste ich ja auch nicht wirklich. Hier ist Erde. Okay, ist das alles? Dann muss ich auch noch mal gucken wegen Wassereimer. Er liegt wahrscheinlich hier in der Originalkiste. Nee, hä? Wo ist der hin? Was gibt der mir hier? Packeis. Ja, das brauche ich alles nicht. Ey, wo ist denn jetzt der Eimer? Das gibt's doch nicht. Ah, hier. Mann. Macht man sich ja immer Sorgen, dass das weg ist oder so? Ach, da ist jetzt ein Zombie-Villager drinne. Aber ich brauche ja wahrscheinlich dann eh erstmal eine Hexe. Na gut, ich kann den schon mal versuchen einzusperren. In einem Boot. Ja, das wird hier nichts. Ich mach das erstmal mit dem Boot. Dass der irgendwo unter einer sonnengeschützten Fläche steht. Ich kann ja probieren, hier oben wieder so einen Stöpsel reinzuziehen. Solange. Ne, dass man einfach sagt, das kommt ja alles zu. Damit erstmal keine Mobs nachkommen, dann kann ich das filtern. Die ganzen Creeper müssen nämlich definitiv raus. Ich muss den dann eigentlich auch schon mal von der Hexe abwerfen lassen. Hä, wo kommt denn jetzt noch ein Zombie her? Ach so, die landen jetzt oben, ne? Da kann der jetzt eigentlich hier direkt ins Boot, wenn wir den Block abbauen, ne? Genau. Ja, da macht er mir halt Schaden, das ist klar. Vielleicht kann ich auch mal einen Brewing Stand bauen. Jetzt komme ich hier nicht mehr vorbei, ne? Ohne Schaden zu kriegen. Naja, egal. Na, ich mache das lieber mal so.
Na, Moment. Jetzt habe ich natürlich den Cobblestone nicht, den ich dafür brauche. Ah ja, die haben jetzt weniger Schaden gekriegt alle. Ah, da ist auch kein Villager-Zombie dabei, ne? Ich darf vor allem den, der da hinten sitzt, nicht schaden. Ich hoffe, das ist auch so, dass die im Boot nicht despawnen, ne? Da bin ich mir gar nicht so sicher. Oh ja, hier, das ist gefährlich auf der Seite. Da muss ich die einzeln töten, ne? Vielleicht auch mit Spitzhacken oder so. Ne? Oh nein, 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 Creeper. Nein, jetzt ist er wieder weg. Oh ey, das ist doch furchtbar. Ich könnte kotzen. Das kann doch nicht wahr sein. So eine Rotze, ey. Naja, komm, scheißegal. Ich gehe jetzt erstmal in Nether und hol mir einen Goldapfel da. Das geht doch gar nicht, ey. Das ist ja übel. Ah, die Hexen scheinen nicht zu despawnen. Hm. So ein Müll. Ja, hier kommt natürlich gleich wieder ein Ghast und alles. Alter, hier muss ich auf jeden Fall die Sounds ausstellen. So, weil die sind mir zu laut. Dieses ganze Grunzen vor allem, das geht gar nicht. So, hier kommen die ja eigentlich nicht hoch. So. Jetzt sind die alle schön aggressiv hier. Das ist ja wunderbar. Da habe ich schon Goldbarren. Das ist ja geil. Wir brauchen ja 8 Goldbarren. Insgesamt. Na, ich werde gleich mal gucken, was ich da alles kriege. Da muss ich nur aufpassen, dass das nicht mir vorher despawnt. Das ganze Zeug. So. Und vor allem, dass es nicht irgendwie runterfällt, gell? Das wäre ja auch noch lost. Im wahrsten Sinne. Scheiße. Zum Glück kommen die hier nicht rein, ey. Die sind ja noch schlimmer als alle anderen. Ah, da muss ich warten, bis die immer rangelaufen sind. Weil die sonst das woanders fallen lassen, ne? Die Items. Ich kann das sogar meistens einsammeln. Das ist eigentlich ganz gut gemacht. Vielleicht kriege ich hier sogar die Goldhose. Probier's mal mit der Steinspitzhacke. Geht sogar zum Teil besser, habe ich das Gefühl.
So. Da können wir auch ja weiter das durchschmelzen. Vielleicht hier auch die Slabs nutzen wegen mir. Schaden kann es nicht. Hauptsache Gold rauskriegen. So, auch wenn es wenig ist, aber besser als nichts. Kleinvieh macht auch Mist. So. Dann haben wir jetzt schon mal immerhin vier zusammen. Da muss ich nur noch mal weglaufen. In der Hoffnung, der greift mich da hinten nicht an. Okay. Das ist schon mal gut. Ich weiß zwar jetzt noch nicht, wie ich, was ich als Thumbnail wieder nehme. Aber, ja, mal gucken. Ich kann ja noch ein bisschen mein Inventar sortieren hier. Und dann sind wieder neue gespawnt. Ich hoffe, die sind nicht aggressiv. Nee, gerade geht's. Jetzt muss ich mir allen Ernstes eine Holzaxt machen. Naja. Egal. So, dann kommt erstmal her. Ich baue euch ab mit der Spitzhacke. Ah, damit wir die Sweep Attack haben, brauche ich auch gleich wieder ein Holzschwert. Von hier komme ich jetzt leider nicht an die Workbench. Ich muss die erstmal hier erledigen. Warum ist das immer so, dass die erst wieder rankommen, wenn man seinen Kopf bewegt? Das ist auch so nervig. Oh, hier. Scheiße, das muss ich zumachen. Ja, wollte ich nur mal gesagt haben, wenn man den Kopf bewegt erst, kommen die eben. Könnten ja auch schon mal sich eher melden, sozusagen. Naja, aber so sind sie eben. So, warte, ich versuche die hier hinten hin zu locken, das gefällt mir besser immer. Und als Thumbnail nehmen wir dann, ich weiß auch nicht, vielleicht hier die Goldform. Irgendwie. Ich könnte ja das hier nehmen. Das ist doch ein geiles Thumbnail. Ja. Nehmen wir das irgendwie so. Vielleicht mache ich noch eins. Ja, mal gucken, was ich davon nehme. Ah, hier ist jetzt auch ein Enderman, wie es aussieht. Den würde ich ja mal als erstes killen, bevor der sich hier rein tippet. Waren sogar zwei oder was? Na toll. So. Ja, allzu gut sieht das jetzt noch gar nicht aus. Ich brauche immer noch Zeug. Deswegen gehe ich ein weiteres Mal weg.
Das sieht doch gut aus hier nochmal. Wo ist denn jetzt mein Holzschwert hin? Ist schon wieder kaputt, ja, stimmt. Wieso kann ich immer nur einen Schaden? Weil ich Sneaker? Nee. Weil ich von oben schlage. Müsste auch hier die Sweeping Attack gehen. Naja, egal. Diese Sounds, ne? Die werden in der Timelapse auch schlimm, als ich anhören. Mit dem Schwert kaputt. Aber immerhin einiges an Zeug bekommen. Na, Magma-Schleim will ich jetzt nicht haben. Ah, die Endermen vorhin haben anscheinend nichts gedroppt, wie es aussieht. Alter, jetzt habe ich aber viel. Jo. Nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, dann beende ich ja mal die Aufnahme für die Timelapse. Und ich gehe hier jetzt nochmal kurz zurück. Kann ich auch wieder Musik anmachen. So, da habe ich immerhin noch was gemacht dann, ne? Abseits von dem Stream. So, wo sind jetzt die Goldäpfel? Hier. Dann zack. Ach, hier haben wir ja auch noch Gold. Hätte ich jetzt gar nicht farmen müssen. Doch. Nee. Doch. War nicht so viel. Naja. Da kann ich ja noch einen zweiten machen. Warum sind ja eigentlich Äpfel drin? Die können doch hier hin. So, ah, da habe ich gleich zwei. Das ist nicht schlecht zu wissen. Tue ich erstmal den Bogen raus. Oder die beiden und das ganze Zeug hier. Aber geil. Da kann ich mich jetzt noch weiter drum kümmern. Ja, es wird wahrscheinlich hier noch folgenlang dauern, ne? Aber ich habe zumindest erstmal eine Idee, weißt du, und ja, auch wenn ich noch nicht weiß, ob ich es beim nächsten Mal nicht vergessen habe, ich glaube, das wird schon gehen, dass ich dann irgendwie das noch organisiert kriege. Ja, gut, dann wäre ich mal raus, ne? Danke fürs Zusehen an der Stelle und bis zum nächsten Mal.